Genau so will ich euch haben. Das hat RTL 2 so noch nie gesehen. Wir sind sehr froh, dass er hier ist. Ihr kennt ihn alle von Let's Dance. Macht mal Lärm für Toni Bauer. Fies. Hi, was geht ab, Köln? Schön hier zu sein, schön im Waschsalon zu sein. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich mit Rucksack da bin. Und das ist kein modisches Accessoire oder so, sondern ich habe keinen Dünndarm mehr. Ich werde quasi ernährt durch so eine Infusion, die ihr euch im Rucksack vorstellen müsst. Und der Dünndarm entzieht dem Essen die Nährstoffe. Aber ich kann trotzdem alles essen. Ich kann alles essen und ich nehme nicht zu. Kennt ihr Jumbo Schreiner? Der hat das nicht. Aber ich sehe eure Gesichter, für euch bin ich gar nicht zuzuordnen. Ich sehe aus für euch wie so ein blonder Asiate. Ich komme mit Rucksack hier rein, dann heiße ich Toni Bauer. Ihr denkt, ihr werdet verarscht. Für euch bin ich ein Fabelwesen. Dabei bin ich das, was jeder Türke gerne sein würde. Ich bin Brasilianer. Glaube ich. Ehrlich, hat meine Mutter zu mir gesagt. Aber meine Freunde glauben mir nicht. Deshalb haben die mir letztes Jahr zum Geburtstag so einen DNA-Test gekauft. Haben den so rübergeschoben und haben gesagt, hier, mach den mal. Du bist Türke. Und ich habe den bis heute nicht gemacht, weil ich ein bisschen Angst davor habe, Türke zu sein. Stellt vor, da kommt raus, ich bin Türke. Da muss ich einfach so Türkensachen machen. Dann chill ich sofort Tipico. So. Da muss ich einfach so in Shisha-Café gehen und den Typen fragen, was hast du Neues da? Und am Ende lutsche ich an so einen Schlauch Doppelapfel, aber trink meinen Red Bull so. Was ist das denn? Oder wie ich Sachen verneinen würde, ich würde den ganzen Tag so machen. So. Wie ich Mädchen ansprechen würde, aus nix einfach, ey Mädchen! Komm mal her! Egal, du bist eh hässlich. Und stell vor, klappt einmal. Dann habe ich so ein richtiges Date. Dann muss ich erstmal Auto leasen. Und dann lüge ich dir auch nur an und sag, wir gehen richtig teuer essen. Und dann fahre ich mit dir einfach McDonald's. So, kauf so 6 Chicken Nuggets und stell mich mit der hinter McDrive auf so einem Parkplatz unter dieser einzigen Lampe bei McDonald's und die flackert. Ihr wisst genau, welche ich meine. Guck dir ganz tief in die Augen und frag, warum so nervös? Und eigentlich würde ich gerne mal Brasilien kennenlernen, weil ich mich wirklich für die Kultur interessiere. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich da in den Favelas das Falsche trinke. Ne? Dann bin ich ohnmächtig in den Favelas und dann ist da ein Brasilianer in den Favelas, lutscht an meinem Schlauch und singt La Cucaracha. Ich hab keinen Bock drauf. Oder stellt vor, ich bin dann da unterwegs mit meinem Rucksack und dann kommt ein Brasilianer auf mich zu und will meinen Rucksack klauen und sagt auf Portugiesisch zu mir, Ciao, wow, lau, ciao, wow. Also, der will meinen Rucksack klauen, ich kann das nicht. Ciao, wow, lau, ciao. Ciao. Und ich muss denen erklären, dass mein Rucksack ohne mich nirgendwo hingeht. Das ist... will doch keiner. Leute, ich bin übrigens 27 Jahre alt und ich wohne bei meinen Großeltern. Hat jemand Bock zu adoptieren? Das... wirklich. Und ich liebe meine Großeltern. Meine Oma ist wirklich so eine kleine, süße Robot-Omi ohne Hals. Ne, wisst ihr, die sieht aus wie so eine Knetfigur mit 4 Zahnstochern. Das ist wirklich unglaublich. Und die guckt immer aus dem Fenster. Und neuerdings guckt mein Opa aus dem Fenster. Die haben einfach Schichtwechsel gemacht. Ehrlich, und mein Opa guckt immer aus dem Fenster, als hätte er Ländereien. Letztes Mal guckt er aus meinem Fenster und ruft mich einfach. Der guckt aus dem Fenster und sagt, Toni, komm mal her, guck dir das an. Siehst du das? Ich sag, Opa, ich seh nichts. Sagt er, doch, doch, komm mal her, guck dir das an. Siehst du das? Ich sag, Opa, ich seh nichts. Sagt er, doch, komm her. Guck dir das an, siehst du das nicht? Ich sag, Opa, ich seh nichts, was soll denn da sein? Das Auto, da darf da gar nicht parken. Letztes Mal guckt er aus dem Fenster und redet 20 Minuten mit seinem besten Kumpel von gegenüber, der auch aus dem Fenster guckt. Und die führen ein Gespräch ohne Inhalt. Wolle. Jürgen. Und? Muss.
Und selber? Ah, hör doch auf. Was macht die Frau? Frag nicht. Und der Toni? Kennst du doch. Sehen wir uns? Wir sehen uns. Kommt der rein, guckt er mich an, sagt der, Alter, der hat mir wieder ein Kotelett an den Ohren gelabert. Aber mein Opa war auch der erste Unterstützer meiner Comedy. Ich hab den angeguckt, ich hab gesagt, Opa, ich mach jetzt Comedy. Da hat er sich Zigarette angemacht. Toni, weißt du, wie Kohleofen angeht? Ich sag, ja. Hab niemals Angst. Ich weiß bis heute nicht, was er mir sagen wollte. Peace, Leute, hat Spaß gemacht. Ciao. Toni Bauer!